3 ist es genau, Anja. Und Jens, Prost! So, habt ihr euch jetzt von dem Raum verabschiedet, ja? Habe ich euch die Möglichkeit gegeben, nochmal Tschüss zu sagen? Uiuiui, Leute. Gehen wir erstmal auf die kleine Insel, damit wir dann weiterfahren können. Und ich sage schon mal Hallo und herzlich willkommen zur Folge 474. Wir wollen unsere Imkerei abreißen, neu bauen. Und dadurch haben wir auch die Möglichkeit, unseren Raum mit unseren ganzen Lichtern neu zu machen, mit diesem neuen Trick. Viele haben auf YouTube aber auch schon geschrieben in den Kommentaren, dass sie sich das nicht trauen, weil sie Angst haben nach einem Update, dass einem das komplette Raft auseinanderfällt. Ich weiß nicht, ob das passieren kann. Das weiß ich nicht. Wenn es passiert, haben wir halt echt Pech gehabt, ne? Dann können wir quasi von vorne anfangen. Aber alle. Kokolaus, hallo, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Titanerz. Da oben ist auch noch mal so ein Huppel. Wir werden einfach das Bestmögliche hoffen. Oh, da hinten ist eine große Insel auch, ne? Ja, da fahren wir jetzt nicht unbedingt hin. So. Einfach jetzt Anker los. Bei uns liegt gerade die Priorität woanders. So, das kommt weg. Farbe. Farbe könnten wir ja auch noch mal herstellen, ne? Dann kommt wieder eins zum anderen. Und dann sind wir wieder hier so am eskalieren. Ne, wir lassen es erstmal. Können wir immer noch machen. Kann ich auch am Ende offline machen, wie auch immer. Wo hänge ich denn jetzt das Bild hin? Gute Frage, ne? Gute Frage, nächste Frage. Hier. So. Das können wir noch alles machen. Das kommt weg. Und jetzt bauen wir einfach mal langsam alles ab. Hallo Matthias, Servus, Hallöchen. Bestens ein wenig angeschlagen, hoffe dir, euch geht es gut oder wünsche ich dir gute Besserung, Kokolaus. Ja, uns geht's gut. Uns geht's gut. Das hört sich aber nicht gut an. Ich hoffe, es ist nichts sehr Schlimmes. So, jetzt wird erstmal alles abgebaut.
Erst gestrichen wieder, gell? Naja. Wir haben's ja. Hashtag, gell? Ich habe echt Angst vor der Imkerei, ne? So. Erkältet oder Nebenwirkung von der Zweitimpfung? Ja, okay, dann ist gut. Wenn es nur so eine Art Erkältung ist, dann geht es wahrscheinlich, ne? Trotzdem gute Besserung an dich, Kukulaus. Trotzdem doof, gell? Da fühlt man sich trotzdem nur als halber Mensch. Alles schön reinkruscheln. Ich glaube, ich muss mir noch mal von der Maria die Imkerei anschauen. Die hat nämlich auch eine coole Imkerei gebaut. Alles auf dem Boden und dann läuft sie durch und dann kann sie beides links und rechts mitnehmen. Weiß aber gerade nicht, wie sie das gebaut hat. Ich glaube, sowas würde ich, glaube ich, jetzt eher machen. Als das vielleicht noch mal so genau so zu bauen. Mein Mann ist da nicht so mitfühlend. Oh. Hat dein Mann kein Männerschnupfen? Dass du es... dass es da mal schlimmer wird. Nee, die Bananen lasse ich stehen, glaube ich. Die kann ich auch, glaube ich, stehen lassen, meine ich. Huch! Ach, das kommt da oben. Ach, das kommt da raus. Was ist denn, wenn wir... Wenn wir die Möwenfarm abreißen, dann greifen die Möwen erst recht an, ne? Weil dann sind sie gelangweilt oder irgendwie, wie war das? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das war. Schon ewig her. Du reißt deinen Floß ab? Nee, ich bin da deutlich mehr Mann und wehleidig. Nein, ich will nur diesen Bereich abbauen. Nur diesen Bereich, Kokolaus. Nur diesen Bereich hier. Die Decke sozusagen möchte ich neu machen. Ich riskiere es. Kann alles Mögliche noch passieren. Nach irgendwelchen Updates, wie gesagt, wenn du so eine Early-Version spielst, ist es immer noch so ein bisschen, ne? Du weißt ja nie, was die Updates noch mit dem Spiel machen. Aber wir trauen uns das jetzt einfach. Und wenn, dann ist halt unsere Imkerei und unsere Möwenfarm obendrauf weg. Aber wir bauen das jetzt um. Und dadurch
sparen wir ja auch wieder an Ressourcen, ne? Lange nicht mehr hier gewesen. Ich weiß. Du bist ein sehr, sehr geiler Typ. Ja, Mann. Wie du das immer hinkriegst. Ich weiß auch nicht. Wie du das alles unter einen Hut bekommst. Du siehst immer top aus. Top Outfits, top Frise übrigens. Auch sehr, sehr geil. Lass dir nichts anderes erzählen. Du bist über jeden Zweifel erhaben. Du bist sehr geil. Du bist super geil. Das habe ich mir aber auch schon gedacht. Du warst schon sehr lange nicht mehr da, aber ich freue mich sehr, dass du jetzt wieder da bist. Wie geht's dir denn eigentlich? Das Roughwood wird pompöser. Ich habe auch schon gesagt, eigentlich ist es wie so eine Luxusjacht. Oder so ein Kreuzfahrtschiff, kann man schon sagen, ne? Oh Gott, vor der Imkerei habe ich Angst, Leute. Vor der habe ich Angst. Das freut mich, dass es dir gut geht. Das freut mich. So, und auch das wird abgerissen. So, die Möwenfarm mache ich, glaube ich, als letztes. Das können wir abbauen. Er darf nur raus, wenn ich es erlaube. Heute Freigang für ihn. Sehr gut, Kokolaus, sehr gut. Schon krass, wenn man sich überlegt, dass das Floß auch mal auf 4 Platten angefangen hat. Ja. Ja. Das stimmt. Jedes Floß hat gleich klein angefangen, ne? Kann man so sagen. Und das ist ja auch irgendwie das Coole. Dass man dann eben sagen kann, okay, wir haben alle gleich angefangen, aber jeder hat was anderes draus gemacht. Und deswegen finde ich auch diese Baumöglichkeiten halt so schön, ne? Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht noch ein Foto von Marias Imkerei finde auf meinem Computer. Dann kann ich vielleicht... Oder ich muss halt eine Folge aufmachen, ne? Schöne Farben. Ich meine jetzt hier von der Imkerei oder allgemein. Ja, ich mach nicht so viel. Ich habe auch schon gesagt, ich habe immer so ein bisschen Angst, Farbe zu benutzen. Weil man sich ja sehr schnell satt sieht, auch an Farbe, ne? Deswegen, ich glaube, mehr Farbe kann ich nicht geben, glaube ich. Allgemein. Ja. Das ist ja das Coole. Das kam ja auch erst im vorletzten Update, dass man jetzt auch ein Hellgrau und ein Dunkelgrau malen kann. Und das macht es unglaublich schön, ne? So diese paar Nuancen. Ich bin hartnäckig im Raft. Manche würden sagen, verrückt. So, das wollte ich wegsortieren. Ah, das ist auch noch nicht voll.
Cool. So, jetzt hat sich das Raft ein bisschen gedreht. Wir reisen nämlich jetzt in diese Richtung. Aber da sehe ich auch nichts. Okay, sehr gut. Und dann gucken wir nochmal. Das muss. Oh, Entschuldigung. Musste ja so machen. Dass wir das jetzt abreißen. Nee, also dieses Arc nicht. Vielleicht das Zweier-Arc, was dann demnächst rauskommt. Vielleicht. Kokolaus, ja. Ich habe halt auch leider Arc in seiner Blütezeit, sage ich jetzt mal, also wo es halt rausgekommen ist und alles so gesuchtet ist, klar, so suchten immer noch Leute. Aber ich habe davon einfach zu spät mitbekommen, wahrscheinlich. Aber das insgesamt Dino-Spiele oder überhaupt Dinos sind ja voll meins eigentlich. Deswegen warte ich mal Arc 2 ab. Vielleicht ist das unser neues Suchtgame dann. Ja, das kommt auch drauf an, ob du die Farben bei Tag oder bei Nacht siehst. Ja, das sieht manchmal ein bisschen bläulich aus, gell? Die schönen Blumenkästen. Ja, wir bauen ja wieder. Sie sind ja nicht aus der Welt. Wir bauen ja wieder dann hin. Die brauchen wir ja auch. Weil sonst funktionieren ja unsere Bienenstöcke nicht. Du suchtest auch arg. Krass, Holly. Okay. Ja, wie gesagt, es gibt Spiele, die sind leider an mir total vorbeigegangen. Stört mich auch immer so ein bisschen, weil zum Beispiel auch Minecraft ist auch total an mir vorbeigegangen. Aber das war genau die Zeit, wo ich halt nicht wirklich am PC gezockt habe. Das war jetzt gerade halt die Phase, wo dann auch Minecraft rausgekommen ist. So im Nachhinein, wir haben ja jetzt auch Minecraft für die Switch. Aber weiß nicht. Ist leider an mir vorbeigegangen. Gibt's. Ja, deswegen warte ich auf den zweiten Teil, Kokolaus, ja. Was ihr mit mir oder was, Kokolaus? Na, vielleicht ja dann irgendwann. Irgendwann mal. Blumenampeln. Oh. Ja, das dauert halt jetzt im Moment, ne? Aber ist ja auch nicht schlimm. So, kleine Insel voraus. Kurz wegsortieren. Ich weiß gar nicht, ob Frank das. Ich kann mich auch nicht. Also habe ich überhaupt nicht im Kopf, ob Frank auch dieses Spiel zockt. Also wenn, dann wüsste ich es, glaube ich. Aber vielleicht, wie gesagt, dann beim zweiten Teil. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Da kann man ja auch so toll bauen, ne? Ah, ich liebe Survival-Spiele mit Looten und Bauen. Alles klar, Matthias. So, Farbe. Oh, ich sehe hier schon wieder alles voll, gell?
Ach, hör doch auf. Dauert es noch so lange? Und dabei ist schon ein Trailer draußen. Das ist ja interessant. Ja, dann müssen wir uns halt noch gedulden, gell? Geduld ist eine Tugend. So, ja gut, dann schmeiße ich das jetzt weg. Dann ist das so. Und dann tun wir mal oben weiter abbauen. Abbauen und abreißen. Survival bauen, Tiere zähmen, forschen, kämpfen, alles in einem Game, ja. Stimmt. Das stimmt eigentlich, ne? Nee, wie gesagt, also man muss manchmal Spiele zur richtigen Zeit spielen. Und wenn dann zu lang das Spiel vielleicht ist schon, das es schon gibt oder ich weiß nicht. Ihr wisst, was ich meine. Zum Beispiel auch, wenn ich jetzt erst, glaube ich, von Phasmophobia hören würde, würde ich es, glaube ich, jetzt gar nicht mehr zocken. Weil es dann einfach schon zu spät, ich weiß es nicht. Aber es gibt einfach so Momente, da willst du auch einfach aktuelle Dinge zocken, ne? Also es ist immer noch aktuell, ne? Ich rede mich hier gerade um Kopf und Kragen, merke ich. Ihr wisst, was ich meine. Ich versuche es die ganze Zeit zu beschreiben, was ich meine. Asmodis, hallo, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ach, hör doch auf, Alexander. In dem Moment, wo es bei mir angefangen hat zu ringen, hat es bei dir auch angefangen. Ja, dann daraufhin ein Prost, ne, würde ich sagen. Klong. Wie ein guter Wein. Genau, Kokolaus. Hm. Sitze noch im Büro. Ein richtig Büro oder Homeoffice, Asmodis. Du musst auf alle Fälle arbeiten, egal wie, gell? Also ich spiele jedes Spiel, mir egal ob Hype oder nicht. Entweder es packt mich oder nicht. Ja, das stimmt auch wieder, Holly. Es geht mir auch überhaupt nicht um den Hype. Überhaupt nicht. Aber ja, ich weiß nicht. Man kann halt auch nicht einmal alles spielen, weißt du? Da fehlt es dann einfach an der Zeit. Ja, ich kann euch das nicht wirklich beschreiben. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, dann vergesst, was ich gesagt habe. Nee, es gibt wirklich coole Spiele, auch ältere Spiele, wo ich sagen würde, okay, würde ich mir mal antun. Ich komme die ganze Zeit nicht drauf, wie dieses Spiel heißt. Wo du dir so einen Bunker unterirdisch bauen musst. Das ist ja auch schon ein ewig altes Spiel, ne? Und gibt es auch viele DLCs davon. Das würde ich mir zum Beispiel auch nochmal antun. Habe ich noch nie gespielt. Und auch Jens Prost. Büro und Kollegen und so. Nee. Okay, erster Step ist getan. Dann würde ich... Bisschen Bretter habe ich hier auf der Hand, ne? Diesen Teil ausbessern.
Sieht denn das von hier unten aus? Genau. Diesen Teil würde ich so lassen. Und den Rest tun wir dann abreißen. Und das wird dann natürlich auch noch schön gemacht, ne? Und hier auch. Das alles. Na, jetzt habe ich keine Bretter mehr. Okay, Blitzding in den Chat. Was hast du gesagt? Alle reingucken. Klong. Ah, wie gut. Ja, so ein Blitzding bräuchte ich jetzt, ey. Sehr gut, Olli. So was bräuchte ich jetzt. Okay, sie ist verwirrt. Sie ist einfach nur verwirrt. Ich glaube auch, dass der Sommer gelaufen ist, Alexander. Das ist eine Not. Und das wird auch nicht besser werden. Dieses Jahr gibt es einfach keinen Sommer. Bin ich schon der festen Überzeugung, dass der Drops gelutscht ist. Der Drops ist gelutscht, mein Freund. Oh, ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler, dass ich irgendwas verpeilt habe. Mano, Mino, Mono? Wahrscheinlich nicht, ne? Vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Und gerne bei Gelegenheit Bescheid sagen, dass ich den Namen richtig oder falsch ausgesprochen habe, eines der Versionen. Da bin ich nämlich ein Held. Im Namen aussprechen. Selbstgewähltes Elend. Okay. Das müssen wir auch noch machen. Oh, davor habe ich ja jetzt ein bisschen Angst. Warte mal, was sind das für Räume über uns? Das sind doch schon die guten Räume, ne? Hier. Nee, da kann eigentlich nichts passieren. Ich verabschiede mich in den Lurk und reise mal eine Runde in Arkrum. So krank bin ich wohl doch nicht. Euch allen noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst, Kokolaus. Bis zum nächsten Mal. Hab ganz viel Spaß. Müssen wir halt alles wieder färben, ne? Was wir jetzt zerstören, sozusagen. Muss alles wieder gefärbt werden. So, dann haben wir jetzt erstmal das gemacht. Und wie gesagt, ab hier würde ich halt abreißen, ne? Und danke dir, Kokolaus, für dein Lurk. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, ja, ja. Muss ich das auch schon abreißen hier? Das ist klar, das nicht. Das können wir auch noch mit umbauen. Ich glaube, das kann ich so lassen am Rand, meine ich. Oh, ich brauche Dingsbums. Nur in der Mitte muss ich verbessern. Dann geht es vielleicht dann doch relativ schnell. Hm.
Mach, was du für richtig hältst. Wir können das eh nicht verhindern. Blitzdings. Soll ich mal vorher speichern? Schon zu spät, ne? So. Einmal nochmal essen. Ich habe Angst. Ein bisschen Angst, Hobby. Sieht komisch aus, ne, jetzt von hier oben. So, und der Rest wird abgerissen. Den sichere ich mal kurz. Da kann man ja tanzen. Ja, Mann. Ich hänge diese Lampen jetzt immer nicht ab. Ich würde die sowieso in den Mülleimer packen. Okay. Die Möwenfarm muss ich auch abreißen noch, ne? Nochmal kurz Kill Bill machen. Aber so würde ich, glaube ich, die Möwenfarm auch wieder hinstellen. Hier sind sie sowieso nie dran gegangen. Ich glaube, ich würde die wieder so hinstellen. Nur ein bisschen sparsamer vielleicht. Dadurch können wir uns vielleicht auch eine größere Imkerei leisten. Oh, da ist noch eine dran. Lass die Lampe, lass sie mir hängen und töte die Tauben. Was, was, was? What? What, what? Ich glaube, heute müssen wir uns alle blitzdingsen. Ich habe das im Gefühl. Heute müssen wir uns alle blitzdingsen. Ich habe aber auch viel gekruschel. Ist ja der helle Wahnsinn. Das können wir auch nicht stacken, ne? Warte. Ne, es geht auch nicht zu stacken. Ja, dann muss ich das noch hier reinmachen. Federn. Komm noch hier rein und das wird noch kurz dazwischen gelagert. Und jetzt würde ich mir noch eine Axt nehmen und weiter geht's. Dann machen wir doch noch die Möwenfarm weg. Wenn, dann machen wir gleich alles. Aber dann geht's auch ratzifatzi. Das waren noch Zeiten, als man 10 Nester haben konnte und die Möwen die Eier legten. Oh ja, Soft Eis. Oh ja. Lang, lang ist's her.
ist schon gar nicht mehr im Kopf. Es ist schon gar nicht mehr wahr. Bei mir würde die Mod mit den größeren Stacks echt mega Sinn machen. Das ist Cheaten, Anja! Das ist doch Cheaten! Glaubst du ernsthaft, da würden sie weniger Kisten haben? Nee, glaube ich nicht. So, jetzt sind wir free. Alles alle, alle. Und ja, jetzt kommt der große Bam. So, der Rest kommt hier rüber. Das ist eine Aufräummod. Beim Aufräumen ist jeder Cheat erlaubt. Auch im echten Leben dürft ihr mich damit zitieren. Okay. Aber wie gesagt, ich glaube auch so oft, als ich hätte dadurch nicht weniger Kisten. Nee.